Gut. Ja, es ist locked. Gut, perfekt. Wir können jetzt offiziell beginnen. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung und ich entschuldige mich für letztes Mal. Ich habe vergessen, mich vorzustellen für all diejenigen von eurer Herrschaft, die mich nicht kennen. Mein Name ist Gianluigi Segalerba und ich bin am Instituto für Philosophie der Universität Wien tätig. Das Argument von heute betrifft Adam Smith. Wir werden sehen, dass unter bestimmten Dingen Adam Smith irgendwie eine Überraschung sein wird bezüglich einiger von seinen Ideen. Das Thema ist ohne Zweifel kompliziert. Ich habe einige Fotokopien Ihnen mittlerweile verteilt. Ich möchte nur eine kleine Überprüfung machen, um zu sehen, ob Sie alle richtig bekommen haben. Sie sollten ein einseitiges Dokument bekommen haben, Zeittafel, was eigentlich das Leben, die prinzipiellen Punkte von Adam Smith betrifft. Ich habe natürlich bezählige Kopien, da ist es. Sie sollten auch diesen Dokument, Vortrag, das ist praktisch die Auflistung von den, bitte schön, es ist dort. Ja. Sie sollten bekommen haben auch dieses, wenn ich mich irre, vierseitige Dokument, Vortrag. Ja, nicht. Aspekte des Denkens von Adam Smith. Dort finden Sie meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. Sie können natürlich mich immer kontaktieren. Dann die Auflistung der Hauptthemen von heute, von der heutigen Sitzung. Unter anderem unter dem Paragraphen A können Sie sofort auch finden, worauf ich die Bücher genommen habe, die Fotokopien von heute genommen habe. Und dann sollten Sie auch einen Evaluationsbogen bekommen haben für diese Sitzung. Natürlich, die Bewertung ist frei. Ich habe nur ein Problem. Ich weiß nicht, wo Sie diese Bewertung, wem diese Bewertung geben können. Ich habe keine Liste, deswegen können wir nicht in die Liste lassen und da alles lassen. Sie können einfach da lassen und vielleicht irgendjemand wird diese Bewertungsbögen nehmen. Ich kann mir vorstellen, das heißt, leider kann ich Ihnen in diesem Bereich nicht weiterhelfen. Ich verstehe nicht, wo die Liste ist. Gut, ja, das Argument von heute ist eben Adam Smith und der Untertitel von heute ist eine Revolution in der Wirtschaftsanalyse. Wir werden sehen, dass es unter bestimmten Umständen das wahr ist. Wir sollen uns fragen, in welchem Ausmaß. Denn es ist so, dass etwas, das Adam Smith in seinem berühmten Werk über den Wohlstand der Nationen sagte, schon irgendwie von einigen Denkern, die mehr oder weniger an seine Zeit leben oder ein bisschen früher leben, antizipiert worden war. Aber wir werden sehen, weshalb eben der Verdienst von dieser Revolution hier dem Adam Smith gegönnt werden muss, statt anderen Denkern, die ohnehin ihn auch beeinflusst haben. Adam Smith war sehr belesen, sehr bewandert. Jetzt werden wir sehen, wir werden einige Nachrichten über sein Leben sehen, aber ich möchte auch ein bisschen mehr Licht machen, denn da gehen wir alle zum Schlafen. Das ist ein bisschen deprimierend, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Schade. Da ist vielleicht ein bisschen so besser, würde ich sagen. Entschuldigung, ich hatte das nicht bemerkt. So, es ist so, dass Adam Smith des Öfteren, wenn, um nicht zu sagen immer, benutzt und ausgenutzt wird, um die heutigen Politiken des wilden Kapitalismus, der absolute Neoliberalismus und so weiter und so fort, des Kapitalismus ohne Grenze, es rettet sich, wer kann, der Stärkere muss gewinnen und der Schwächere muss gehorchen und so weiter und so fort. Wir werden sehen, dass
wie es in der Philosophie und in der Philosophie des Öfteren passiert, all diejenigen, die das sagen, das heißt, die Adam Smith als ein Befürworter dieser Ideen vorstellen, eigentlich entweder lügen oder Adam Smith nicht in Geristen gelesen haben. Auch eventuell zur Diskussion anzuregen, aber natürlich sollen wir das Kind platzieren in seinen Kontext, möchte ich nur ein kleines Zitat aus dem Hauptwerk aus dem Wohlstand der Nationen, um so ein bisschen einzuführen, was Adam Smith geschrieben hat. Hat vieles geschrieben, leider vieles nicht publiziert, von dem er geschrieben hatte. Fast an der Zeit des Todes hatte sogar einige von seinen Schülern befohlen, dass einige von seinen Entwürfen zerstört werden sollten. Und deswegen haben wir nicht so viele Materialien über seine Vorlesungen zum Beispiel. Er hat die ganze Zeit an der Uni gelehrt. Wir werden alles pünktlich sehen über seine wissenschaftliche und nur wissenschaftliche Karriere. Seine Hauptwerke sind normalerweise zwei, das heißt die Theorie der moralischen Gefühle, ich sollte eine Kopie irgendwie verteilt haben, die 1759 publiziert wurde, das heißt, wenn Adam Smith 36 Jahre alt war und wenn er schon seit 8 Jahren an der Universität Glasgow tätig war als Professor. Zuerst Professor für Logik, dann Professor für Rhetorik. Das zweite, das normalerweise das Werk, unter welchem er die Weltberühmtheit erreicht hat, ist die Untersuchung über das Wesen, die Übersetzungen natürlich sind verschiedenes, über das Wesen und die Ursachen des Wohlstandes oder des Reichtums der Nationen. Sie sollen nicht Anstoß nehmen daran, dass die verschiedenen Versionen von diesem Buch, die ich verteilt habe, verschiedene Übersetzungen haben. Es ist immer so, es gibt ein bisschen so eine Kontroverse bezüglich der Art und Weise, wie man zum Beispiel das englische Wort Wealth in die deutsche Sprache übersetzen möchte. Also, diese sind zwei Hauptwerke. Normalerweise wird der Wohlstand der Nationen eher als das Hauptwerk zitiert, aber auch die Theorie der moralischen Gefühle ist sehr interessant und wir werden sehen, dass höchstwahrscheinlich, nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich sie zumindest zur Ergänzung benutzt werden soll, um wirklich die Punkte bezüglich der Theorie, der Gesellschaft, der Sozietät, des Staates, des Individuums in ihrer Komplexität auslegen können. Das heißt, der Wohlstand der Nationen sollte vielleicht nicht allein gelesen werden, obwohl es natürlich nicht so leicht ist, denn der Wohlstand der Nationen ist schon, sagen wir, sehr voluminös als Lektüre. Und wenn man noch auch die Theorie der moralischen Gefühle hat, sozusagen für 6 Monate die Abende versichert, das heißt, man wird sich mit Sicherheit nichts anderes machen können. Gut, ich möchte etwas vorlesen, sodass Sie eine Meinung sofort haben können von einem Text, der mich überrascht und wirklich beeindruckt hat, als ich das erste Mal gelesen habe. Es handelt sich praktisch um das Ende vom ersten Buch vom Wohlstand der Nationen. Der Wohlstand der Nationen besteht aus 5 Büchern. Wenn Sie die Fotokopien haben, sollte es sein auf der Seite 302, 303. 302, 303, wenn ich dieses Blatt nicht vergessen habe zu fotokopieren. Natürlich sind die Blätter hin und her genommen, die Übersetzungen von Texten sind betragen normalerweise 700, 800 Seiten. Es ist sehr lang als Text eigentlich. In diesem, 302 und 303. Ja, das heißt, er hat praktisch im ersten Buch findet man, was normalerweise
unter der Theorie von Adam Smith in die Geschichte, wenn Sie nicht da sind, aber ich will Sie kopieren, in die Geschichte der Philosophie und der Wirtschaft eingetreten ist. Das heißt, die Arbeitsteilung als die Wertschöpfung, die Arbeitsteilung, Arbeit als Quelle der Wertschöpfung, Kritik der Handelsbilanz, das heißt Handelsbilanzkriteriums als Kriterium unzuerklärendes der Reichtum der Nationen, die Kontraste, welche entstehen können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, und die Komposition von Wert der Waren, von ideellen Wert der Waren, das heißt Arbeit, Profit, das heißt Kapitaleinsatz und Rente, Rente für Grundrente für Großgrundbesitzer und Grundbesitzer. Am Ende von diesem Buch analysiert er, gibt Adam Smith uns seine erste Analyse der Struktur der Gesellschaft und sagt, es gibt natürlich die Lohnarbeiter, die Arbeitnehmer, es gibt die Grundbesitzer, Grundbesitzer und dann es gibt die Manufakturbesitzer, die Produzenten, die jetzt wir nennen würden, den Industrieverband, den Verband der Industrie. Er benutzt diese Wörter nicht, und zwar zu Recht. Das heißt, es muss gesagt werden, des Öfteren wird Adam Smith so gelesen, als ob er jetzt schreiben würde. Er hat komplett andere Bezeichnungen, Benennungen. Er spricht niemals von Kapital zum Beispiel, benutzt andere Wörter. Er hat eine Mentalität, die noch sehr an die Landwirtschaft gebunden ist. Das heißt, dass die primäre Quelle für die Wertschöpfung einer Nation, einer Ökonomie, einer Wirtschaft ist noch die Landwirtschaft für ihn. Es soll so sein. Er relegiert auf einen zweiten Platz Manufaktur und alles, was mit der Fabrik zu tun hat. Und das soll uns nicht überraschen. Soll nicht überraschen, denn der Wohlstand der Nationen wird im Leben von Adam Smith fünfmal publiziert. Das erste Mal ist 1776. Noch vier Ausgaben werden folgen innerhalb vom Leben von Adam Smith, der unter anderem 1790 stirbt. Es muss gesagt werden, in Großbritannien, besonders in England, dass an der Zeit in Europa und nur in Europa das meistentwickelte Land bezüglich Industrie, bezüglich der entstehenden industriellen Revolution ist, spielt sowieso die Industrie, die Fabrik noch eine Nebenrolle. Unter als eine Nebenrolle, weniger als eine Nebenrolle. Ist wichtig, er zieht nicht in Betracht, aber man muss nicht vergessen, man darf nicht vergessen, die Hauptquelle von der, sagen wir, was wir heute nennen würden, Bruttoinlandprodukte, er benutzt dieses Wort nicht, sagt Werte, Schöpfung der Nation oder andere Wörter wie dieses, aber benutzt nicht, sagen wir, die Termini technici von heute, ist sowieso für ihn, wird sowieso für ihn noch von der Landwirtschaft repräsentiert. Das muss gesagt werden. Er analysiert das, er sagt, es gibt Lohnarbeiter, Tagesarbeiter, Lohnarbeiter, Arbeitnehmer, es gibt Grundbesitzer, Großgrundbesitzer und dann es gibt die, was wir jetzt nennen würden, die Arbeitgeber, die jetzt könnten wir so hineinübersetzen, die industriellen Verbände und man könnte erwarten, dass jetzt beginnt sozusagen die Belobigung, die Bejubelung von dieser entspringenden Gesellschaft, die eigentlich dieses Staates in der Nation, welche eigentlich die Quelle von Fortschritt, von alles, was am Guten gibt, innerhalb von einem Staat ist. Schauen wir, was er sagt. Seite 303, ich werde hin und her lesen. Er sagt, eben am Anfang von 303, seine Arbeitgeber bilden die dritte, die Klasse derjenigen,
die vom Gewinn leben. Das zum Zweck der Gewinnerzielung auf Gewinn der Vermögen setzt den Großteil der nützlichen Arbeit jeder Gesellschaft in Gang. Die Pläne und Projekte der Anleger von Vermögen lenken und leiten die wichtigsten Arbeitsgänge, und das Ziel, auf das alle solche Pläne und Projekte ausgerichtet sind, ist der Gewinn. Nur steigt aber der Gewinnsatz nicht, wie die Rente betrifft die Großgrundbesitzer und der Lohn mit dem Wohlstand, und fällt nicht mit dem Niedergang der Gesellschaft. Im Gegenteil, er ist natürlicherweise niedrig in reichen und auch in armen Ländern, am höchsten aber in denen, die am raschesten dem Ruin zu treiben. Das Interesse dieser dritten Klasse steht daher nicht in der gleichen Beziehung zum allgemeinen Interesse der Gesellschaft wie das der anderen zwei. Großkaufleute und Fabrikherren sind in dieser Reihenfolge die zwei Klasse von Personen, die gewöhnlich die größten Kapitalien einsetzen und sich durch ihren Reichtum das größte Ansehen in der Öffentlichkeit verschaffen. Da sie ihr Leben lang mit Plänen und Projekten befasst sind, haben sie oft einen schärferen Verstand als die Mehrzahl der Landeleute. Da aber ihre Gedanken gewöhnlich eher um das Interesse ihres eigenen Geschäftszweiges kreisen als um das der Gesellschaft, ist auf ihr Urteil, selbst wenn es auf das Freimütigste abgegeben wird, was nicht bei jeder Gelegenheit der Fall war, viel eher im Hinblick auf den ersten als auf die zweite Verlass. Sie sind dem Lande, den man nicht so sehr in ihrer Kenntnis des allgemeinen Interessen überlegen, als darin, dass sie ihr eigenes Interesse besser kennen, als er das seine. Durch diese bessere Kenntnis ihres eigenen Interesses haben sie oft seine Großzügigkeit ausgenutzt und ihn bewogen, sowohl sein eigenes wie das Interesse der Gesellschaft aufzugeben, und zwar Kraft einer sehr schlichten, aber ehrlichen Überzeugung, nämlich der, dass ihr Interesse und nicht das seine das allgemeine Interesse sei. Doch das Interesse der Verkäufer in einem beliebigen Handels- oder Gewerbezweig ist in mancher Hinsicht immer verschieden von dem der Allgemeinheit, ja diesem entgegengesetzt. Den Markt zu erweitern und den Wettbewerb einzuschränken, liegt immer im Interesse der Verkäufer. Eine Erweiterung des Marktes mag dem allgemeinen Interesse oft genug entgegenkommen. Die Einschränkung des Wettbewerbs jedoch muss immer gegen dieses Interesse verstoßen und kann nur dazu dienen, den Verkäufern durch Erhöhung ihrer Gewinne über deren natürliches Maß hinaus Gelegenheit zu geben, zu ihrem eigenen Vorteil eine unsinnige Steuer von ihren Mitbürgern einzuheben. Jeder Vorschlag eigener neuer Vorschrift oder Maßnahmen im Handel, der von dieser Klasse kommt, sollte stets mit großer Vorsicht angehört werden und nie ohne lange und sorgfältige Prüfung, nicht nur mit gewissenhaftester, sondern mit argwöhnischer Aufmerksamkeit angenommen werden. Er kommt von einer Klasse von Personen, deren Interesse niemals genau das gleiche wie das allgemeine Interesse ist. Personen, die in der Regel ein Interesse haben, die Allgemeinheit zu täuschen und unter Druck zu setzen und sie dementsprechend auch bei vielen Gelegenheiten sowohl getäuscht als auch unter Druck gesetzt haben. Wir? Ja. Das heißt, es ist ein bisschen eine Überraschung, wenn man denkt, dass eben normalerweise des Öfteren Adam Smith als der Befürworter von einem Turbokapitalismus unter Grenze, wobei es eben, was dem Industrieverband nützlich ist, ist für das ganze Land nützlich. Er sagt im Gegenteil in seinem Werk genau den Gegensatz von dieser Fassung. Jetzt werden wir besser sehen, was. In welchem Sinne? Ich möchte aber nur einen Moment diese Persönlichkeit vorstellen, wenn ich noch den Zeit darf und zukünftig vielleicht meinen Text. Es sei denn, dass es schon Fragen gibt oder Unklarheiten. Wir haben gesehen, schon dieser Text sorgt für Überraschung. Wir werden noch einen anderen Text dann lesen, wo es mich sogar drastischer
nachdrücklicher ist bezüglich seiner Zweifel, dass, sagen wir, die Interessen von einem Staat, von einer Klasse von Kaufleuten interpretieren zu lassen, eher zum Ruin von diesem Staat bringen würde, als wirklich zum Reichtum von der ganzen Nation. Das heißt, er ist wirklich diese Idee, dass eigentlich Kaufleute gut ihre eigenen Interesse bedienen können, kommt des Öfteren, aber sogar öfters als das kommt, immerhin im Wohlstand der Nation heraus, aufpassen. Eines sind die Interesse von den Kaufleuten, etwas komplett anderes, ist das Interesse des Wohlstandes der Nation. Und die beiden gehen des Öfteren gegensätzliche Wege. Und das sagt innerhalb von den 5 Büchern, aus denen der Wohlstand der Nationen besteht. Das kehrt immer zurück, kehrt immer wieder. Ich möchte vielleicht ein bisschen so die Persönlichkeit von Adam Smith in seinem Kontext präsentieren, das heißt seine Biografie und auch seinen schottischen Ursprung. Wenn Sie einige Angaben von Zeittafel befolgen, ich habe unter anderem auch etwas anderes da hinzugefügt, in Dokumentvortrag, das heißt auf der zweiten Seite können Sie weitere Elemente bezüglich seines Lebens finden. Moment. Vielleicht mache ich nur ein kleines Tantan.